Kunstkurfürst, Rennmuseum, Wasserturm, eine Seilbahn und natürlich das größte Barockschloss Deutschlands. Und wir gehen auf die Bundesgartenschau. All das hier, das große Finale auf unserer Burgenstraße-Tour hier in Mannheim. Los geht's. Na, servus Leon, herzlich willkommen bei History auf der Fototour. Wir sind auf unserer Wahnsinnstour weitergefahren und wir finden heute den krönenden Abschluss auf der Burgenstraße. Der finale Stopp hier in Mannheim. Die Tour war episch, 910 Kilometer, 23 Burgen, 26 Schlösser, 12 Ruinen und 21 Städte. Eine Wahnsinnstour, die heute hier in Mannheim endet. Mannheim, die pulsierende Quadratestadt am Rhein, beeindruckt mit dem imposanten Barockschloss und ist das wirtschaftliche und kulturelle Zentrum der Metropolregion Rhein-Neckar. Mannheim ist eine beeindruckende Industrie- und Handelsstadt, die ein wichtiger Verkehrsknotenpunkt und ein Hotspot der deutschen Popmusik ist. Mit über 315.000 Einwohnern ist sie die zweitgrößte Stadt hier in Baden-Württemberg. Die Sonne lacht über Mannheim, deswegen rüsten wir uns jetzt aus. Ihr seht, die Fototasche ist im Anschlag, die Kamera ist dabei und ich setze jetzt schon mal die Sonnenbrille auf, denn wir finden hier sicherlich richtig tolle Fotospots. Die Geschichte wissenswert ist und die Fotoeinstellungen gibt es mit dazu, deswegen gerne dranbleiben, um für euren Urlaubstrip nach Mannheim gewappnet und informiert zu sein. Jetzt gerne schon einen Daumen nach oben geben oder den Kanal gleich zur Unterstützung abonnieren, würde ich mich sehr darüber freuen. Wir fangen an mit der Geschichte, denn die Ausrüstung ist wie gesagt bereit für die einzigartige Anordnung der Mannheimer Innenstadt. Denn die Mannheimer Innenstadt besteht aus den Mannheimer Quadraten. Kurfürst Friedrich von der Pfalz entwarf dieses einzigartige Gitternetz im 17. Jahrhundert. Die Straßen der Innenstadt tragen nämlich keine Namen, sondern sind durch Kombinationen aus Buchstaben und Zahlen gekennzeichnet. Ursprünglich hatte diese Anordnung auch einen Verteidigungszweck, um im Falle eines Angriffs aus allen Richtungen sich wehren zu können. Das städtebauliche Konzept einer Idealstadt findet man auch in anderen Residenzstädten des Barock. Und natürlich ist das größte Barockschloss Deutschlands ein Foto wert und das mache ich diesmal ganz klassisch. Ganz klassisch. Ich mache es typisch, ich lege nicht die Kamera unten hin. Ich gehe einfach hier in die Mitte, stelle mich so hin und mache ein Foto. Zum Finale der Burgenstraße ist es das auch mal wert. Und wie das Foto geworden ist, das seht ihr jetzt. Das imposante Schloss Mannheim wurde unter der Regentschaft der Kurfürsten Karl Philipp und Karl Theodor in drei Bauperioden zwischen 1720 und 1760 erbaut und war Residenz der Kurfürsten von der Pfalz. Das größte Barockschloss Deutschlands beheimatet heute die renommierte Universität Mannheim, die historisches Ambiente mit modernem Wissen verbindet. Das Schloss hat natürlich auch ein Tafelzimmer und hier wurde auch fleißig getafelt. Hier seht ihr das Mannheimer Tafelsilber und es ist umgeben von vier Gobelins und die haben eine schöne Geschichte. Und wenn ihr was über die Geschichte dieser Gobelins wissen wollt, was sich der Künstler dabei gedacht hat, dann müsst ihr eine Führung machen. Infos dazu blende ich euch ein. Das Schlossmuseum in Mittelbau ist ein beeindruckendes Gesamtkunstwerk vom europäischen Rang und wird oft als Mannheims gute Stube bezeichnet. Hier sieht man die prachtvollen historischen Innenräume, die mit über 800 Exponaten den Stil am kurfürstlichen Hof zum Leben erwecken. Guten Tag, Sie haben mein Nähkästchen entdeckt. Mein Name ist Stefanie, Großherzogin von Baden. Während meiner 7 Jahrzehnte auf dieser Welt sammelte ich viele Erfahrungen und Erinnerungen. Als Angehörige des Adels wurde ich oft bewundert und erhielt unzählige Liebesbriefe. Ich musste sie sorgfältig verstecken und fand in meinem Nähkästchen den perfekten Ort dafür. Es war mein persönlicher Schatzkasten für Emotionen und Geheimnisse.
Vielleicht haben Sie von der Redewendung aus dem Nähkästchen plaudern gehört, die das Enthüllen intimer Details bedeutet. Obwohl meine Briefe voller Faszination und Romantik waren, habe ich immer die Privatsphäre der Absender bewahrt. Ich glaube fest daran, dass die Inhalte des Nähkästchens mit Sorgfalt und Respekt behandelt werden sollten. Die Geschichte der Stadt Mannheim begann 766, als das Dorf Mannenheim zum ersten Mal im Lorscher Kodex erwähnt wurde. Im Jahr 1607 erhielt Mannheim die Stadtrechte und der Bau der Festung Friedrichsburg begann in dieser Zeit. Während des Dreißigjährigen Krieges wurde Mannheim erstmals zerstört und unter Kurfürst Karl Ludwig von der Pfalz wieder aufgebaut. Die Stadt erlebte unter Karl Philipp ab 1720 eine prachtvolle Zeit als Residenzstadt der Kurpfalz. Auch berühmte Persönlichkeiten wie Goethe, Schiller und Mozart besuchten die Stadt. Im Laufe der Geschichte wurden wichtige Erfindungen in Mannheim gemacht, darunter das Fahrrad von Karl von Drais im Jahre 1816 und der erste elektrische Aufzug von Werner von Siemens im Jahr 1880. Die Stadt erlebte auch wirtschaftliche Höhen und Tiefen, insbesondere durch die Gründung der BASF und die Zerstörung im Zweiten Weltkrieg. Mannheims Geschichte ist geprägt vom Aufstieg und Niedergang, Kriegen und Wiederaufbau. Heute ist die Stadt ein wichtiger wirtschaftlicher und kultureller Standort in der Metropolregion Rhein-Neckar. Lebendige Geschichte erwartet uns im Reis Engelhorn Museen. Das ist ein bekanntes und bedeutendes Kulturprojekt hier in Mannheim. Karl Reis, ein Unternehmer der Stadt, hinterließ sein Vermögen 1913 der Stadt Mannheim für die Gründung eines Museums. Nach dem Zweiten Weltkrieg wurde das Museum dann eröffnet und später in Reis Engelhorn Museum umbenannt. Kurt Engelhorn, ein bekannter Industrieller, gründete 2001 die Kurt Engelhorn Stiftung zur finanziellen Unterstützung der Museen. Die Stiftung hat maßgeblich zur Entwicklung des Museums beigetragen. Zu den Einrichtungen gehören das Museum Weltkulturen, das Zeughausmuseum, das Museum Bassermannhaus und noch andere. Wir haben uns für die Weltkulturen, genauer gesagt für die Ägypter, entschieden. Da schauen wir mal rein und versuchen auch einen Blick in die versunkene Geschichte Archäologie am Rhein und Neckar zu erhaschen. Mannheim steht nicht nur für die Kunstzeit der Zeit des Kurfürsten, sondern auch aktuell. Da schauen wir jetzt die Murals oder Murals an und was das ist, zeige ich euch gleich und wir machen eine schöne Fototour dabei. My Superhero Power is Forgiveness. Das Projekt Stadtwandkunst in Mannheim wurde 2013 vom Kulturzentrum Alte Feuerwache ins Leben gerufen. Es bringt nationale und internationale Streetart-Künstler zusammen. Die großflächigen Wandgemälde, Murals hinter mir, seht ihr eins, an den Häusern in der Stadt sind gestaltet worden von diesen Künstlern. Das Ziel ist es, eine öffentliche Galerie im urbanen Raum zu schaffen und eine zeitgenössische Kunst für die breite Öffentlichkeit zugänglich zu machen. Die Bedeutung von Stadtwandkunst für Mannheim wurde durch die Auszeichnung als Best Street Art Destination von den European Best Destinations im Jahr 2023 anerkannt und ausgezeichnet.
Der Wasserturm ist Mannheims bekanntestes Wahrzeichen und wurde zwischen 1886 und 1889 erbaut und ist 60 Meter hoch. Ursprünglich diente er mit seinen 19 Metern Durchmesser der Trinkwasserversorgung und hatte später eine Reservefunktion. Der Turm steht mittlerweile unter Denkmalschutz und befindet sich hier am Friedrichsplatz, ist umgeben von einem Rosengarten, der Kunsthalle und Arkadenbauten. Der Platz ist ein beliebter Treffpunkt im Winter, gibt es hier auch einen schönen Weihnachtsmarkt und für euch ist es auch ein tolles Fotomotiv hier in Mannheim. Und bei Dämmerung kommen wir auch noch mal her und machen ein schönes Foto. Und wie das Foto geworden ist, das seht ihr jetzt. Geschichte erleben und lebendige Kunst. Die Kunsthalle Mannheim wurde 1909 als eines der ersten Bürgermuseen der Moderne eröffnet. Sie gilt als Vorreiterin in der deutschen Museumsszene und beherbergt eine umfangreiche Sammlung von Gemälden, Skulpturen, Grafiken und Objekten der angewandten Kunst. Darüber hinaus präsentiert die Kunsthalle immer wieder Sonderausstellungen von moderner und zeitgenössischer Kunst. Um über aktuelle Ausstellungen und Werke informiert zu bleiben, können Besucher die Kunsthalle Mannheim-App nutzen. In der App weiß man immer, welche Ausstellungen zurzeit gerade angesagt sind und welche laufen und welche Werke ausgestellt werden. Und wenn ihr euer Handy schon mal in der Hand habt, dann könnt ihr natürlich das ein oder andere schöne Foto machen. Ich versuche jetzt hier ein bisschen so den Boden einzufangen, mit der Skulptur, vielleicht noch oben mit dem Licht. Und wie das Foto geworden ist, das seht ihr jetzt. Seht ihr die Fahnen wehen? Die Fahnen wehen und, das ist noch ein kleiner Gag, aber die Fahnen heißen uns auch willkommen in Mannheim auf der Buga 23 und es zeigt eine lebenswerte und klimaneutrale Zukunft der Stadt Mannheim in Einklang mit Umwelt und Natur. Als erste Bundesgartenschau seit über 40 Jahren wurde sie mit großer Spannung erwartet und vom April bis Oktober 23 sind auf 62 Hektar Fläche über 5000 Events geplant. Die Buga 23 findet man auf dem ehemaligen Kasernengelände Spinelli Barracks im Nordosten von Mannheim und in Teilen des Luisenparks. Sie ist Austragungsort für die Großveranstaltung. Der lange Tisch ist als Ort der Begegnung und der Pause bekannt. 36 Grad, wir fahren mit dem Bähnchen über die Bundesgartenschau und wir haben eine Menge Spaß. Ich hoffe, ihr bei dem Film auch. Deswegen liken, kommentieren, abonnieren und Glocke aktivieren. Würde ich mich sehr darüber freuen. Ja, danke. Bereits 1975 war der Luisenpark Veranstaltungsort der Bundesgartenschau. Damals wurde der Luisenpark und der Herzog-Ried-Park durch eine Schwebebahn miteinander verbunden. Heute können die Besucher eine 2 Kilometer lange Seilbahn nutzen, um über den Neckar zu schweben vom Spinelli-Gelände zum Luisenpark und auch wieder zurück. Die Buga hier in Mannheim ist eine Bundesgartenschau der Gegensätze. Wenn es richtig warm ist und die Sonne brennt, dann empfehle ich euch am Morgen oder Vormittag in den Spinelli-Park zu gehen. Da ist weniger Schatten. Und hier im Luisenpark, da seid ihr schnell mit der Seilbahn über den Neckar übergesetzt. Da sind die Bäume ein bisschen höher, da habt ihr mehr Schatten. Hier könnt ihr auch schön mit dem Boot fahren und einige Tiere sehen. Ich mache jetzt hier auch das ein oder andere schöne Foto. Und wie es geworden ist, das seht ihr jetzt.
Eine epische Reise im wahrsten Sinne des Wortes. Nicht nur eine Etappe, sondern eine ganze Tour geht jetzt hier zu Ende. Beeindruckend natürlich vor dem großen Barockschloss hier in Mannheim. Ich möchte mich ganz, ganz herzlich bedanken für die Unterstützung auch bei diesem Video, das es zustande gekommen ist, beim Schloss bzw. bei der Schlossverwaltung hier in Mannheim, beim Herrn Rupp, bei der Führung in dem Remmuseum hier in Mannheim, beim Herrn Schäfer, bei der Führung bei Stadtwandkunst, bei Frau Strittmatter-Halfer, beim Herrn Förster vom Stadtmarketing und natürlich auch bei der Burgenstraße bei Frau Born. Es hat eine Menge Spaß gemacht, es waren über 900 Kilometer, ich habe es in dem Film schon mal erwähnt, es war episch, es war toll. Mich hat es gefreut, ich hoffe, ihr hattet auch viel Spaß bei dieser epischen Reise entlang der Burgenstraße. Deswegen nochmal liken, kommentieren, abonnieren, Glocke aktivieren. Ihr könnt hier gerne nochmal den Auftakt in Bayreuth anschauen, hier wie gesagt auf meinen Kopf klicken, da gibt es auch ein cooles Video. Und dann sehen wir uns irgendwo, irgendwann bei der nächsten Tour. Bis dahin, macht's gut, ciao.